Hallöchen, ihr Süßen. Heute habe ich einen mini kleinen Rossmann für euch. Und ja, ich dachte, ich zeige es euch. Und ich hoffe, dass es mit dem Licht okay ist, denn draußen ist es bescheiden und deswegen ist es hier auch nicht so hell. Ich wollte aber auch nicht unbedingt mit Licht filmen, weil dann wird es nicht unbedingt besser. Also eigentlich war ich bei Rossmann, weil die Haarfarbe im Angebot hatten. Und zwar diese Nectra Color. Da gab es zwei für eins. Also 3,99 hat die gekostet, war im Angebot. Und ja, ich brauche ja sowieso zwei Packungen für meine Haare, weil eine für Ansätze und dann noch ungefähr eine halbe für meine Längen. Also ich schmeiße dann immer noch was weg, aber mit einer komme ich leider nicht aus. Und zwar habe ich mich für die Farbe Schokobraun entschieden, 468. Und ja, die hat mir sehr gut gefallen, weil die so einen leichten rötlichen Stich noch mit drin hatte. Und ja, das liebe ich ja. Ich wollte aber mal jetzt wieder weg vom klassischen Rot, weil ich habe die noch in ganz Rot da. Aber ich hatte jetzt einfach wieder mal Lust. Ja, in der Weihnachtszeit finde ich einfach Braun ist eine schönere Farbe. Dann habe ich mir ein Shampoo mitgenommen von Pantene Pro-V Expert Collection. Und zwar war das auf 3,40 reduziert und ich hatte noch einen Coupon für 1,50 Euro Rabatt. Also habe ich dafür jetzt noch 1,90 Euro gezahlt. Und da habe ich gedacht, cool, da probierst du das jetzt mal aus, weil ich wollte es schon immer mal testen, aber ich finde 7 Euro dafür ist viel, viel zu teuer. Und jetzt aber für 1,90, da habe ich gedacht, ja, machst du, probierst du aus. Und zwar ist das das Shampoo Invisible Anti-Age System für kraftloses Haar. Kräftigt das Haar, bringt es zum Glänzen. Also es ist so ein Aufbaushampoo für die Haare. Und ja, da ich ja sowieso sehr dünnes Haar habe und so und auch... Ich habe auch das Gefühl, dass mir die Haare oft ausgehen so ein bisschen und deswegen habe ich gedacht, probiere ich das jetzt mal, vielleicht hilft das ja. Und wenn ich jetzt tatsächlich merken sollte, nach 250 Millilitern, die ich hier erstmal aufbrauchen muss, dass es wirklich was bringt, dann kann ich allemal entscheiden, ob ich da nochmal 7 Euro rein investieren möchte und das dann doch nochmal nachkaufe. Dann habe ich mir eine kleine Fusselbürste gekauft, denn mein neuer Schal, den ich mir gekauft habe, der macht meine ganze Jacke voll und da... Dachte ich, jetzt musst du dir meine Fusselbürste kaufen und die kosten nur 50 Cent. Diese kleinen, die sind auch super für die Handtasche. Und ja, da kann ich mir immer mal so zwischendurch auch die Jacke ein bisschen abfusseln. Dann habe ich mir neue feuchte Reinigungstücher gekauft und die waren auch im Angebot für 79 Cent. Und zwar habe ich einmal wieder diese 3-in-1 Hydromilde Reinigungstücher. Die finde ich eigentlich ganz, ganz toll, weil die riechen nicht so komisch. Also manche habe ich. Zum Beispiel die hier, Sweet Melon. Ich mag die zwar ganz sehr von der Pflegewirkung und der Abschminkfunktion und so, aber der Geruch ist nicht so toll. Dennoch habe ich sie mir nochmal nachgekauft, weil ich die beide eigentlich wirklich sehr gut finde. Und deswegen habe ich diese feuchten Tücher wieder mal mitgenommen. Ich benutze die jetzt auch nicht mehr als Solo, sondern ganz oft mit Augen-Make-up-Entferner noch, um die noch ein bisschen feuchter zu kriegen, weil manchmal habe ich das Gefühl, sind die sehr, sehr trocken. Und dazu benutze ich das nächste Produkt. Und zwar den Clear and Care ölfreien Augen-Make-up-Entferner. Ich weiß, viele lieben den mit Öl. Ich traue mich da noch nicht so richtig ran. Ich benutze das alles lieber in ölfrei, weil meine Augen auch in der Hinsicht sehr, sehr, sehr empfindlich sind. Und ich finde hier bei dem habe ich bis jetzt noch nichts falsch gemacht. Der brennt nicht in den Augen oder sonstiges. Der entfernt wirklich sehr, sehr gut. Und der ist super, um die Tücher auch noch so ein bisschen nachzutränken. Also ich hatte den in diesen Probegrößen, verwende den jetzt extrem bei meinem Freund. Habe aber meinen Reinigungsschaum, den ich hier zu Hause benutze, jetzt schon fast leer und deswegen habe ich den mitgenommen. Und weil der gerade für 99 Cent im Angebot war und deswegen durfte der jetzt auch mal bei mir in groß einziehen. Dann ebenfalls entdeckt beim Rossmann, ich weiß nicht, ob es das schon lange gibt, Clean & Care ölfreie Augen-Make-up-Entferner-Pads. Das hat mich sehr, sehr interessiert. 50 Pads, ebenfalls 99 Cent gestern gekostet. Und das ist jetzt leider noch zu, also da bin ich wirklich mal gespannt, wie die so sein werden. Ich lasse sie jetzt noch zu, weil ich erstmal meine anderen Reinigungsartikel aufbrauchen möchte und dann verwende ich sie. Aber ich habe sie extra gleich mal mitgenommen. Erstens, weil sie im Angebot waren und zweitens, weil ich so, sag ich jetzt mal, beeindruckt war, dass ich sie entdeckt habe. Und ich hoffe, dass die wirklich auch sehr gut sind und vor allen Dingen feucht genug, dann vielleicht auch mit einem Pad so das komplette Augen-Make-up gleich abzunehmen. Also da werde ich mich mal überraschen lassen und vielleicht berichte ich euch da auch nochmal drüber, wie ich die so finde. Dann habe ich nochmal meine Taschentücher mitgenommen, weil dafür hatte ich noch einen Coupon. Ich wollte eigentlich wieder die schönere Verpackung. Es gab nur noch dieses blöde Fußballmuster. Aber nicht so schlimm. Also mir geht es ja sowieso um die Tücher und deswegen habe ich jetzt gedacht, ach, ist egal, nimmst du gleich die. Die kosten 9,90 und ich habe gestern dann 80 Cent noch gezahlt. Und dann habe ich noch zwei kosmetische Produkte mitgenommen und zwar aus der Good Girl Bad Girl LE.
Die Lippenstifte waren beide auf 95 Cent reduziert. Da habe ich einmal die 01 It Wasn't Me. Das ist dieser schwarze, nein, schwarz nicht, lila, ne, also bärige. Den habe ich auch so mal geswatcht. Also den finde ich schon echt hardcore. Den werde ich nachher gleich mal tragen, wenn ich nochmal raus muss. Mal sehen, wie die Leute so reagieren. Von dem waren ja alle total hin und weg. Also der ist ja wirklich lila, richtig krass lila. Und ja, weil eigentlich wollte ich ihn nicht kaufen, aber für 95 Cent habe ich jetzt gedacht, da nimmst du dir ja jemand mit. Und wenn ich den jetzt selbst nur für Fasching oder so vielleicht trage, aber für das Geld fand ich es in Ordnung. Und der zweite ist die 02 Coat in the Middle. Und das ist so ein wunderschöner, cremiger Rosaton, Rosa-Pinkton, auch schon so ein leicht Magenta. Schaut so aus. Auch eine wunderschöne Farbe. Wenn ihr den noch ergattert, würde ich sagen, also der ist es echt wert für 95 Cent. Sonst war leider nichts mehr aus der LE da. Also das restliche Zeug hatten sie abgekratzt. Ich glaube, ein Nagellack stand noch, aber da ich ein bisschen wegkommen will von den Essensnagellacken, ja, habe ich den nicht mitgenommen. Die Lippenstifte finde ich qualitativ wirklich sehr, sehr gut und kann sie auch nur jedem empfehlen. Also es gibt da auch noch einige, die im Standardsortiment sind, die ich wirklich gerne kaufen würde, aber ich habe so viele Lippenstifte und ich versuche jetzt auch eher so ein bisschen in die MAC-Richtung wieder mit Lippenstiften, weil ich gemerkt habe, dass sich das Qualitative da schon auszahlt und die wirklich besser halten. Aber so für den jeden Tag und für das Geld habe ich die extra noch mitgenommen. Ja, so, das war mein kleiner Haul. Mehr habe ich nicht gekauft. Wie gesagt, absolute Empfehlung, wollte ich mal sagen, guckt euch mal diese Pads hier an, weil ich finde die auch interessant. Wenn ihr schon damit Erfahrung habt, würde ich mich freuen, wenn ihr es mal unten reinschreibt. Und ansonsten lasst mir ein Däumchen da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!